Dann geht's hier auch mal voran, ey. Ah, Tina, eventuell gucke ich mir mit Marin nächste Woche, Mitte nächste Woche circa eine Wohnung an. Okay. Da habe ich direkt Post gekriegt, E-Mail gekriegt, eine Einladung zum. Ja, das ist so, denke ich mal, ein Massenbesichtigungsding, wo mehrere Leute gucken. Aber ist ja egal, Hauptsache wir dürfen mal gucken. Wo willst du denn hinziehen? In Näher die an die Stadt, Uni? in, ja, in die Unistadt. Also es wäre praktisch mit dem Zug 7 Minuten weg. Das Ja, wäre das ist ganz geil. toll. Wie lange brauchst du jetzt in die Uni? Ah, okay. Länger. Also ich würde sagen, Hinfahrt zwischen 1,5 und 2 Stunden und Krass. Rückfahrt, ja, nur wegen Verkehr, weil man nur steht, Heftig. Ja, würde ich fahren Stoßzeit, ne? circa 45 Minuten. Was auch lang ist. Heftig. Ist auch viel Sprit. Das ist echt heftig. In der Tat. Es wird ja auch wieder Winter, da verlernen dann die ganzen Leute auch wieder das Auto fahren. Oh ja. Okay, wir Und haben dann hast du nur echt. noch 7 Minuten zur Uni. Mit dem Zug, ja. Also zumindest nach Tübingen, ja. Ja, das ist doch mal super. Müsste man bloß gucken. Erstmal müssen wir die Wohnung. Erstmal muss sie passen vom Schnitt her. Dann, das sehen wir jetzt, haben wir noch nicht gesehen. Gucken wir uns einfach mal an. Der Marin weiß schon Bescheid, der hätte auch Bock drauf. Die Wohnung an sich. 530 € plus 150, also total im Budget drin. Ja. Allerdings ist ein Makler eingeschaltet. Zu zweit oder Jetzt, was? ja, zur zweiten Ja, WG. okay. Ja, das ist echt günstig denn. Allerdings hat mir vorhin meine Mutter gesagt, dass wohl seit Juni oder Juli letzten Jahres eigentlich die Maklergebühren vom Vermieter Ach bezahlt werden so, müssen. ja. Es gibt allerdings jetzt schon wieder so Workarounds von den ganzen Die Vermietern, Schweine, dass die dann ey. praktisch sagen, naja, Alter, ey. gut. Klar, theoretisch müssten wir es bezahlen, aber wenn sie es nicht bezahlen wollen, dann kriegt es eben einer von den 20 anderen Leuten, die gerade vor der Ja. Türe stehen und warten. Müsste dann mal schauen. Ich glaube, da muss mehr drin sein für uns als Jurastudenten. Da muss das Gesetz aber ordentlich Da müssen draufdrücken wir wieder, ey, denen weil. das Gesetz einmal Hose runter, das Gesetz auspacken und einmal links und rechts durchs Ja. Gesicht ziehen. Das Das richtig ist klatschen echt muss eine das. Unverschämtheit, weil du hast dann durch solche Regelungen, ne, weil ich meine Wohnungssuche, also wenn du Ist hart, ne? wirklich schnell reich werden willst, ne, dann kaufst du ein paar billige Wohnungen. Und vermietest Ja. die. Das ist wirklich der beste In Plan, um reich Uninähe. zu werden. In Ja, klar. Uninähe. Da wirst du. Da gibt es ja jetzt auch in Tübingen gibt es gerade auch so Studenten Demonstrationen gegen die teuren Mietpreise, weil die Leute wollen alle irgendwo wohnen. Ich meine, das ist eine Exzellenz-Uni, da kommen wirklich, da kommen Leute aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland her und die wissen nicht, wo sie bleiben sollen. Ja, vor allem ihr seid ja noch schön verwöhnt da, ne? In Baden-Württemberg. Muss man versuchen, in München die Wohnung zu finden. Oh Gott. Du, Tübingen ist ganz, ganz, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wenn du es runterskalierst auf die Größe von Tübingen, ist es genauso schlimm. Ja, es mag schon sein, also. Du hast Das natürlich in Angebot. München viel, viel mehr Leute. Ja. Wobei, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, weil in Süddeutschland, also die Uni Tübingen ist auf Platz 76 im Weltranking. Klar, München ist weiter vorne, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Aber der Titel der Exzellenzuniversität, was zum Beispiel Jura angeht, ist auch jetzt dieses Jahr von Freiburg nach Tübingen gerutscht. Wir sitzen seit 2 Wochen, sitzen bei uns, glaube ich, zwischen 400 und 450 Leute im Hörsaal. Und es nimmt einfach kein Ende. Es Ja, ich habe wird einen nicht Bekannten, weniger. der hat in München studiert, an der TU. Ja. Und der hatte für so ein Einzimmerloch schon über 600 € bezahlen müssen. Es waren Was? 12 Quadratmeter. Oder 15 Quadratmeter. Ich glaube 12 Quadratmeter. Also wirklich ein Raum. und hat, glaube ich, 630 € bezahlt pro Monat. Ich zahle jetzt hier für 23 Quadratmeter 200 € warm. Und das ist schon teuer. Das ist teuer pro Ja. Quadratmeter. Also, das ist wirklich. Und vor allem, das war jetzt auch nicht wirklich so eine bombige Wohnlage irgendwie. Das war halt im Prinzip auch ein Studentenwohnheim. Also, das war halt ein Ja. Haus, der hatte lauter so Einzimmerdinger, so Klitschen halt. Und da haben halt nur Studenten drin gewohnt. Und der hat sich da richtig Da schöne goldene sieht's da Nase sieht's dann verdient. natürlich auch dementsprechend sieht's dann natürlich auch aus und außerdem hast du dann halt auch wieder nur
nur so Gemeinschaftsküchen und Zeug. Nee, das hatten die, der hatte schon auf seinen 12 Quadratmetern alles, ne? Also der. Echt? Ja. Der hatte ja, halt so eine Kochplatte, so eine Kochnische irgendwie. Dann, gut, das habe ich auch, ja. Also da, du hast dich halt einmal umdrehen können in dem Zimmer. Ja. Da war sein Bett, sein Rechner, sein Arbeitsplatz, ja. Dann diese Kochnische. Ja, ist hier auch so. Und ja, er kann sich einmal umdrehen und dann hast du alles jetzt gesehen. Jetzt kann ich nicht mal mehr laufen, weil jetzt die ganzen Jura-Bücher hier wohnen. Ja. Und das sind nicht gerade wenige. Eigentlich müsste ich mehr Nebenkosten bezahlen. Ja, die Jura-Bücher sind endlich Jura-Bücher. Mal Miete bezahlen hier, ne? Ja. Allerdings weigern die sich gerade so zu allem. Du liest uns nie und. Ja, ist gerade nicht so einfach. Oh Mann. Ja, ist tendenziell außerhalb von Bayern schon deutlich billiger. Dafür sind die Löhne hier auch ein bisschen höher. So. Ja, nicht? Ja, doch, aber nicht im Verhältnis halt. Also nicht so, dass du dir halt wirklich. Eben. Ne? Also. Das ist natürlich immer gleich die Sache, ne? Da ist man gleich dabei zu sagen, immer bei uns sind die Löhne. Um 10% höher, ja. Ja, aber die Wohnung auch um 30% teurer. Das ist es halt, ne? Wenn alles andere teurer ist, dann bringt dir das mit deinem höheren Lohn, ja, Kaviar vor allem. Bayerischer Kaviar, das ist ungefähr das teuerste, was es auf der Welt gibt. Oh ja. Da ist selbst Liebe billiger. Ja. Nee, aber Liebe. Das ist eh. Also, ich habe das Genialste, was ich mal gehört habe, das war ein Arbeitskollege von meinen Eltern. Der hatte in Frankreich gewohnt und hat in der Schweiz gearbeitet. Oha! Der hat sich der richtig. Dürfte, der, der hat dürfte, sich richtig was gespart. Ich wollte sagen, der steigt mit Plus aus. Ja, der. Strich. Weil in der Schweiz hast du unglaublich gute Löhne. Du verdienst zum Beispiel, wenn du im Einkaufsmarkt arbeitest, an der Kasse oder an der Tanke, verdienst du zwischen 2 und 2,5 brutto im Monat. Und die Mieten sind nicht so viel höher. Also, wenn du arbeitest, ist Leben in der Schweiz einfach mal besser. Allerdings lässt Klar. die Schweiz auch nicht mehr jeden rein. Mhm. Und in Frankreich, glaube ich, sind die Mietpreise doch sehr moderat. Da hast du ganz billige Mieten und vor allem ganz billige Lebensmittel und sowas. Also, der hat ja auch immer in Frankreich eingekauft halt. Und das war halt, also, das ist halt echt richtig geil gewesen. Das ist der Grund, warum. Da sparst du dir halt so einen Ast ab. Das ist schon übrigens echt. Der Grund, warum du in der Schweiz weniger mehr verdienst, zum Beispiel im Einkaufsladen in der Kasse. Ja, weil dort Mieten zahlst extrem hoch sind. Na, du zahlst wie die Mieten. In der Schweiz sind die Mieten ultra hoch. Ne, es geht. Teilweise. Gibt es sehr, sehr viel teurer, aber es gibt auch normale. Der Punkt ist, du zahlst dort für eine ganz normale, stinknormale Vollmilch. 1 Liter oder 0,75 zahlst du halt 1,80 Euro. Ja. Das garantiert aber, dass der an der Kasse auch Geld verdienen kann. Ja. So. Ist auch vernünftig. Du musst nicht jeden Tag Milch kaufen gehen. Ne? Du kaufst dir das, wenn du es wirklich brauchst, dann eben einfach. Und als Trade-off hat jeder einen Job, bei dem er Geld verdient. Hier hast du ja in Deutschland mittlerweile die Situation, es gibt, außer wenn du studiert hast, gibt es kaum noch Jobs, bei denen du angemessen bezahlt wirst. Reich wirst du nicht. Nee, reich wirst du generell sowieso nicht. Aber es sind so viele harte Jobs, die so dringend benötigt sind in der Gesellschaft, die so unterdurchschnittlich bezahlt werden. Ja. Nennen wir Krankenschwestern, Pflegesektor, Krankenschwestern, Altenpflege, Gebäudereinigung zum Beispiel. Das ist so ein ultra harter Job und man braucht's. Aber es müsste viel, viel besser bezahlt werden. Mhm. Wenn du dir andere Berufe anguckst, wo. Naja. Rechtsanwälte? Ruhe! Ja, okay, aber da muss ich sagen. Mittlerweile, früher hätte ich auch gesagt, ja, Leute, Hauptsache Diplom und dann verdienen sie sich dumm und dämlich. Nee. Das ist total unfair. Nee. Es ist gar nicht so einfach, so ein Diplom zu besorgen. Es ist leider echt viel Arbeit. Ja, es ist doch eh so. Also mit richtig ehrlicher Arbeit, ne? Ist schwer. Kannst du überleben, aber halt, ja. Und selbst da gibt es noch riesige Unterschiede. Also, ja, immens, Alter. Ich sehe es gerade selber auch. Im Privaten sehe ich es dann halt, dass man da teilweise möglichst irgendwie mal einen Jobwechsel anstreben sollte oder das rät.
weil man sieht, dass sich Leute irgendwie kaputt arbeiten für einen, sagen wir mal, doch, also nicht gerade üppiges Geld. Und das ist natürlich, und dann auch noch samstags arbeiten und sowas, da wirst du ja. Ja, das hatte ich auch mal eine Zeit lang, als ich im Verkauf gearbeitet habe, da musste ich auch samstags arbeiten. Das war, und ich habe sogar Sonntag. Ja? Ja, ich habe samstags dann arbeiten müssen und sonntags dann die Arbeit noch mit nach Hause genommen, weil ging nicht anders. Der Hammer, ey. Und danke kannst du davon nicht erwarten, nee, weil da ist halt ja die trotzdem Mentalität, noch der Arsch halt, ne? Ja klar, die Mentalität ist ja, na du, wenn du nicht zufrieden bist, da draußen warten 500 andere Leute auf deinen Job. Genau. Kannst ja gehen. Ist ja kein Problem. Also ist echt eine Schweinerei. Und das ist halt irgendwie, ja. Aber bald werde ich sie alle verklagen. Ja, sagt er jetzt. Das macht er sogar. Ja, du, wenn du da Möglichkeiten hast, ne, dann ist es natürlich. Ja, ich hab ja, wenn ich hoffe, ich schaffe das Ganze, aber wenn, dann habe ich ja einen Anwalt an der Hand, der mich nichts kostet. Das stimmt, ja. Dich selbst. Nein. Aber du kostest dich ja auch deine Arbeitszeit, das muss man ja auch immer sagen. Ja, so. Klar, aber ein Hobby muss ja jeder haben. Ja, das ist dann im Prinzip. Leute verklagen, dann geht's, ja. Nee, Ärsche verklagen. Also nicht Leute verklagen, sondern Ärsche. Wollte gerade sagen. Es gibt genügend Ärsche, die verklagt werden wollen. Ah ja, ich hätte da auch so einige hier in der Gegend. Das geht so in alle möglichen Richtungen. Das geht von Agentur für Arbeit. Wobei ich da sagen muss, ne, nichts gegen die Agentur für Arbeit. Es gibt auch dort extrem gute Mitarbeiter, die sehr menschlich sind und psychologisch extrem gut geschult. Allerdings gibt es eben auch extreme Arschlöcher, die nach Quoten arbeiten etc. Aber gerade auch im privaten Bereich. Keine Ahnung, man sieht so viele Ungerechtigkeiten, hört von vielen Ungerechtigkeiten. Und wenigstens mal so den Muskel spielen lassen und einen Brief schreiben in der Funktion als Anwalt bewirkt so viele Wunder, das glaubt man gar nicht. Aber mach's dir doch einfacher. Ja. Hier eine ganz einfache Methode, um als Anwalt richtig reich zu werden, ist Abmahnanwalt zu werden. Nee, mach ich nicht. Ich bin selber schon Opfer geworden von Abmahnanwälten. Echt? Und ich finde, das ist eine richtige Schweinerei. Das ist wirklich, also. Das ist eine richtige Schweinerei. Ich wurde angeklagt, auf RedTube irgendein Video angeguckt zu haben. Ah, so Pornos ist, oder was hier? Ja, ne, der Witz war, ich wusste bis zu dem Tag eigentlich überhaupt gar nicht, was RedTube ist. Der Witz ist, YouTube hat ja jetzt auch eine neue Form. YouTube Red, die heißt ja. YouTube Red. Also, ne, RedTube, YouTube Red. Du hast aber wahrscheinlich auch nicht reagiert, oder? Ich habe mich tagelang im Internet informiert, selbstständig nach der Rechtslage, was ich machen muss, was ich machen darf. Hätte man das Ding, was die geschickt haben, was man als Antwort, als Einspruch, hätte man diesen Einspruch ausgefüllt und zurückgeschickt. Dann musst du zahlen, ne? Hätte man zahlen müssen. Mhm. Weil dann hätte man anerkannt, dass es gerechtfertigt ist, ja, genau. Das ist es halt, ne? Und weißt du, die verdienen sich halt so viel Geld, die schicken halt am Tag, keine Ahnung, 60 solche Briefe raus. Ja. Und wenn dann da drei Leute drauf reinfallen, dann haben die ja schon gewonnen. Ja, bildlich gesprochen ist es am Apfelbaum schütteln und hoffen, dass Äpfel runterfallen. Genau, also. Und es fallen Äpfel runter. Ihr klar. Glaubt gar nicht, wie viele Männer nicht wollen, dass ihre Frau weiß, dass sie sich dort irgendwie vielleicht sogar wirklich. Also es ist so, ich kann euch raten, wenn euch sowas passiert, jetzt kommt bald wieder die Weihnachtszeit, da kommen vermehrt solche Briefe. Und wenn ihr so einen Brief bekommt, kann ich euch sagen, macht nichts. Ich weiß, es wird im Internet dagegen geraten von Anwälten, weil die wollen ja auch Arbeit haben. Und es wird dann geraten, wenn ihr nichts macht, wird die ganze Sache einklagbar, dann können die das per Eilverfahren machen. Der Punkt ist, wenn ihr nicht gerade Peer-to-Peer betrieben habt, dann ist es so, dass alleine die Beschaffung oder beziehungsweise die Beschaffung eurer Adresse mittels der IP-Adresse, bei der Telekom zum Beispiel war das damals, ist illegal. Und das Amtsgericht Köln hat es einfach durchgewunken und allein das war strafbar. Mhm. Da sind jetzt so viele Massenklagen gegen das Amtsgericht, gegen eben diese Urmann und Co. oder wie der hieß. Und die haben natürlich kein Geld verlangt. Leider konnten die jetzt ihre Kanzlei schließen und sich mit dem Geld, was sie schon verdient haben, auf die Malediven absetzen, weil da schon so viele Leute bezahlt haben aus Panik. Ja klar, das ist es halt, das ist halt Bauernfängerei einfach. Ja, zahlt erstmal nicht, Leute. Wenn ihr total unsicher seid, sucht euch einen Anwalt. Ich kenne da ein paar gute, vielleicht bald.
Ja, das passiert aber auch nicht nur mit so Porno-Zeugs, sondern das passiert auch ganz oft mit YouTube-Gamer, irgendwelche Dinge. Ja. Du hast irgendwie Musik gestreamt. Streamen ist erlaubt. Ihr dürft euch alle Musik streamen, die ihr wollt. Ist absolut kein Problem. Ihr klaut, ihr macht euch da nicht strafbar. Der Einzige, der sich eventuell strafbar macht, ist der Typ, der das hochgeladen hat. Weil der verletzt Copyrights. Ja, Hier durchs Anschauen. Pff, wieso? aber Also. Olli, soll ich dir mal sagen, was die Rechtsgrundlage war für Uhrmann, um die Leute, die sich den Stream rein... Das ist ja auch bloß ein Stream, das ist halt ein Ja. Porno-Stream. Weißt du, was da die Rechtsgrundlage war? Was? Oh, jetzt bin ich wieder eingeschlafen, weil ich Durst habe. Ja. Und zwar ist es so, es wurde so argumentiert vor dem Landgericht Köln, dass... Oder was ist? Doch, das ist Landgericht Köln. Du lädst aus dem Internet erstmal Genau, ach ja, das ein weiß ich Video ja, in genau. den Zwischenspeicher und aus dem Zwischenspeicher wird es auf deinen Rechner oder in eine Anzeige Ja. gestreamt. Und Genau, das. dadurch streamst du. Du machst dich in dem Moment des Streamens schuldig. Ja, das war das Bullshit. Einfach Argument, nur ja. Bullshit. Klar ist Ja. Bullshit, aber. Ist natürlich nicht haltbar. Klar. Ja, Aber. genug Leute haben bezahlt. Das. Naja, klar, das ist, wie es im Recht nun mal so ist, erstmal groß auftönen und so. Verschreckt schon mal einige Leute, weil deswegen sind Anwälte ja so benötigt. Es kennt sich ja keiner mehr aus im Ja, heutigen Leben. wir auch, ne? Also. Nee, die Deutschen sind total affin, was Regeln angeht. Und das ist halt echt krass. Es ist sehr interessant, die ganze Materie. Wo bist denn du, Schatz? Gerade am Fluss, bevor es hochgeht zur Schmelztische. Alles klar. Bin da schon am Eisen brennen ein So, ich bisschen. habe jetzt ein Assault Rifle gecraftet. Oh So, jetzt war noch Munition dafür und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch so Ach du ein. Scheiße. Es gibt übrigens für Assault Rifles auch Munition, auf die du Narko-Zeug Genau, drauf ja, machen das habe kannst. ich gesehen. Das habe ich auch schon gelernt. Das ist hier durch den Mod. Was totaler Schwachsinn ist, weil du musst das Zeug ja erstmal wirken lassen. Aber ich glaube, das wirkt sehr viel stärker. Ich denke auch, ja. Alchemy Kit, was? Ich wollte ein Holo wollte ich lernen. Ein Holo-Visier, aber ich glaube, das kann ich noch gar nicht lernen, oder? Flashlight, Laser Attachment, Sattel. Also ein bisschen C4 wäre auch cool. Oh Gott. Hehehehe. Oh je. Hast du eigentlich auf andere Seite geflogen? Ja. Kann ich ihm irgendwas geben? Schwimm doch rüber. Silencer, ich hatte das doch gesehen, aber das gibt's doch, dieses Holovisier. Warte mal, bin ich jetzt ganz. Weiß jetzt gar nicht, was du meinst mit Holovision. Wo bist denn Naja, du? ein Scope halt. Ah, Kannst hier da. landen. Ah, Holoscope. Requires. Toll. Jetzt steht da drunten, es required irgendwas, aber. Vielleicht das? Nee. Ich kann nicht sehen, was ist required. Ach so, Olli, bitte keine Sachen auf den Boden schmeißen, sondern in Dinos oder in Schränken austauschen, weil irgendwie verschwinden die Sachen hier Ich regelmäßig. habe nichts auf den Boden geschmissen. Ich So, sag's nur. bitteschön. Okay. Mal gucken, was er mir da reingetan hat. Oh, eine Wartezahl, wie geil. Danke. Wenn du schon umkippst, weil du nichts trinkst. Oh, danke schön. Ah, toll, ich muss Kommt mir das sehr jetzt gelegen. hier von Adam und Eva anlernen. Sehr schön. Also ein Wo Spyglass. hast denn du schon wieder die Kristalle her? Ich? Nee, Tina. Ja, ich war im Lager. Okay, und dann glaube ich, kann ich auch das Holo. Ja, verdammte Scheiße. Sehr gut. Ja, da schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Ich glaube, das dauert aber auch ein bisschen, bis es sich craften lässt. Und da brauchen wir bestimmt wieder sack viele Ressourcen. Hallo. Wieso? Packt ihr auch mal was rein hier? Electronics brauche Ich weiß ich. nicht, hast du sowas schon? Ah, danke. Ich habe tatsächlich schon sowas. Was Aber wäre vielen eigentlich Dank. das? Electronics, was brauche ich denn für die Wie, du Electronics? hattest ein Waterjar? Echt? Ich Eine habe Flasche? Canteens. Echt, die großen oder was? Ja, willst du eine? Eine habe ich noch übrig. Gibt's doch Tina. Die liegt im Fabricator, da kannst du die rausnehmen. Okay, cool. Ah, okay, Silica Pearls, das ist machbar. Also ich habe den Timer mal wieder nicht gestartet, aber wir haben ja Ja, gleich angefangen, als ich hier, wir sind jetzt seit 40 Minuten ungefähr dabei.
Okay, dann brauche ich ganz viele Silica Pearls. Sehr schön. Ich würde sagen, spätestens in einer Stunde machen wir mal ganz kurz einen Cut, oder? Ja.